Herzlich willkommen zurück zu Super Mario Galaxy 1 und ich wollte ja im letzten Part eigentlich in der ersten Galaxie oder ersten Kuppel einen Kometen machen und der ist weg und jetzt ist es in der Sternstaubgalaxie. WTF. Anflug auf roter Komet. Das heißt, wir machen einfach jetzt, wo wir aufgehört haben im letzten Part, einfach den roten Kometen. Im Anflug auf roter Komet. Apropos, ich weiß gerade nicht was. Oh, Zeitangriff. Der Sternregent. Heißt das, ich habe ein Zeitlimit? Wenn ja, scheiße. Oder habe ich jetzt nur ein Leben? Oder wie ist das? Es gibt aber Schatten, Zeit und ein Leben. Oh, fuck, ich habe Zeit. Natürlich, jetzt am Anfang Zeitstress. Das ist sehr geil. Oh, das ist jetzt... Boah, nicht sehr geil. Ist gar nicht geil gerade Stern. Oh Gott, und dann auch rückwärts oder was? Ja, noch rückwärts. Oder irre ich mich jetzt da? Also es kann mich auch sein, dass ich mich jetzt irre, aber... Ich glaube, wir machen rückwärts, oder? Hubla. Ja, ich glaube, wir machen rückwärts, weil hier kriegt man... Oh Gott, scheiße. Oder? Ich bin gerade wirklich verwirrt, ob wir es rückwärts machen oder nicht. Aber für mich sieht es so aus. Oder... Ich bin jetzt gerade... Nee, nicht rückwärts. Alter, was sage ich mit rückwärts? Das ist ja der... Da war ja Stern. Glaube ich jetzt mal. Hab ein bisschen länger nicht gezockt, Leute. Das merkt man vielleicht jetzt auch an meinem Skill. Und wir haben nur noch was? Wir haben noch, nur noch so wenig Zeit. Ah, Mario! Wir müssen die Toast befreien, kann das sein? Oh Gott, ich habe keinen Bock. Warum habe ich das als erstes gemacht am Part? Ich hätte es viel früher, oder nee, früher, am Ende des Parts machen sollen. Jetzt sag nicht, wir müssen noch Silbersterne sammeln. Nein! Leute, ihr wisst doch, was passiert ist bei den Silbersternen, oder? Nee, wie kann man das... Oh. Leute, ich bin gerade unter Zeitstress und ich muss noch Silbersterne sammeln. Oh, Leute, ich sag euch, Silbersterne sind nicht mein Fachgebiet. Das ist nicht mein Fachgebiet. Das ist nicht mein Fachgebiet. Aber Leute, diesmal werde ich nicht sterben. Hoffentlich. Oder ist die Zeit jetzt angehalten? Wenn ja, dann göttlich. Ach nee. Wieso soll die Zeit auch anhalten? Ich habe voll Angst, dass man hier voll schlittert. Ich habe... Also Leute, ich mache jetzt keinen Spoiler. Man kann, wenn man die 100% mit Mario hat, mit Luigi zocken. Dasselbe Game. Und ich habe richtig Schiss, diese Aufgaben mit Luigi zu machen, weil er ja richtig schlittert. Das wird ein Spaß, Leute. Ja, Leute haben einfach schon den Kometen gemacht. Was soll's. Neue Galaxie entdeckt. Hier, roter Kometen. Aber den mache ich jetzt nicht schon wieder. Boah, nee. Feindliche Basis entdeckt. Was? Und wir messen unerhörte große Energie. Was treibst du denn da bloß? Was treiben die da bloß? Und wieso haben wir jetzt schon die gegnerische Base gefunden? Also, ja. Von Bowser. Ja, komm. Wir machen einen Testball. Ja, ich denke, dann können wir wieder ein paar Galaxien komplizieren. Testball-Galaxie.
wundersame Reise des Sternenball. Sternenball. Balz. Heute ist wieder Sprache nicht drin. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Mir sagt das da. Das sagt mir irgendwas. Hey, hey, wenn du auf den Sternball steigen willst, dann hör mir gut zu, ich bin Schildtier. Schildhilfe. Also ich springe auf den Sternball. Gut, dann halte den Controller wie unten jetzt. Oh nein. Oh, scheiße. Okay, Leute, das heißt, du musst dann... es wird spaßig. What the fuck? Hallo, Mario? Danke. Okay. Leute, ich glaube, hier gibt es keine Kometen, oder? Bitte, ich hoffe sogar, dass es keine Kometen gibt. Ja, ich hasse sowas. Ich meine, ich hasse wirklich sowas. Weil ich habe hier einfach keinen Platz. Gar keinen Platz. Und ich meine, sowas ist doch voll nervig. Muss ich wirklich gestehen. Ich glaube, da fand ich Test Surfen sogar noch besser. Ich mach grad. Mann, nein, nein, hallo! Hä? Betrug, Betrug! Nein, nein! Genau deswegen! Ich will nicht Game Over gehen. Vent farm ich Sternstaub vorher. Aber dieses Stoppen ist auch scheiße. Ich mein's einfach nur wirklich. Ich glaube, es gibt jetzt, glaube ich, einen Vorteil, wenn man Handheld zockt. Ich glaube, das ist viel besser. Ich kann nichts machen! Ich kann nichts machen! Das geht nicht! Das ist scheiße! Leute, ich werde Game Over gehen. Sorry, sorry, ich werde Game Over gehen. Es ist nicht meine Schuld. Außer ich schaff's jetzt, dann... Okay. Aber ich hasse auch sowas, das ist... Oh mein Gott, ich bin gerade. Ja Leute, es ist gerade wirklich feige von mir, aber ich will nicht Game Over gehen. Nee. Leute, ich muss gerade wirklich sagen, es ist schwerer, als es aussieht, denn ich kann... Selbst wenn ich gerade so mache, dass ich nicht laufe. Ich kann nichts machen. Wirklich. Es rollt 10 Meter leider weiter. Und das ist schon was... Was... Ja, es rollt einfach weiter. 10 Meter. Ich glaube, ich werde diesen Part zu Rageball ernennen. Aber ich möchte auch noch eine andere Aufgabe machen, bis auf die zwei.
Also, das meine ich halt wirklich. Klar, ich kann mir das One-Up dort holen, aber... Ja, oh mein Gott, Leute. Leute, ich weiß, das ist feige. Es ist wirklich, ich muss sagen, das war feige, aber ich will kein Game Over geben. Also, weil es hier auch Kometen gibt. RIP. RIP. Ein Leben. Ein verblödetes Leben. Leute, das heißt, ich muss Sternstaub jetzt farmen in den Galaxien und so. Ich darf nicht nochmal sterben, sonst bin ich, sonst ist es aus. Speichern. Ja, bitte. Komm, wir machen jetzt diese Galaxie noch zu Ende. Und mal schauen, ob wir jetzt noch ein bisschen Leben kriegen, weil das ist ja die Sternstaub-Galaxie, deswegen ja. Klebe, Kokos und Königsschwinge. Schon wieder ein Miniboss. Ich glaube, das ist der Part, den ich hasse. Außer es ist kein Miniboss. Obwohl, Spinnen mag ich eh nicht. Also, sagen wir mal, es ist so ein Halb-Hass-Grad auf diese Mission. Kein... Ach. Leider kein... Hallo? Aber was wollen die Spinnen hier auf einmal? Und es gibt hier so viel Sternstaub, das heißt, ich könnte hier wirklich ein bisschen Leben farmen. Also. Also, dass ich halt 50 auf jeden Fall. Ich sagte jetzt schon, wenn ich jetzt hier daran schon gestorben wäre, dann wäre es sogar noch lächerlicher als das von der Kampffelsen. Nee. Von dieser Testball-Sache. Das wäre peinlicher gewesen und. Lalala, hey du da, hast du keine Sternzeile? Oh Mann, ey. Muss ich jetzt wirklich sammeln? Aber gibt's überhaupt 50? Also, wo man schon farmen muss, oder muss man jetzt erstmal wieder rein? Ich hab so eine Befürchtung, dass man hier rein muss erstmal und dann wieder raus. Komm, Sternstaub her. Fängt's. Ja, komm. Ich meine wirklich, nein, nicht hier lang. Nicht hier lang. Ja, komm, Sternstaub. Ein One-Up. Danke. Oh mein Gott, dieser Part ist schon so... voller Emotionen. Wow. Schon wieder hier? Okay. Leute. Wenn ich mal farben muss. Ich weiß wo. Bisher. Es gibt natürlich... Wo ist der Ausgang jetzt? Belastbusch. Ah, hier. Ich kann auch hier raus, oder? Ja, oh mein Gott. Okay. Wo ist der Luma? Diese Galaxie ist schon verwirrend, muss ich sagen. Komm, friss deine Sternteile und hau ab. Lalala, ja, du bist jetzt fett geworden und... Verwandlung!
Jetzt pass auf, das ist, das ist doch jetzt die Riesenspinne. Ich dachte, das ist jetzt kein Bonusplaneten. Wir kriegen auch nicht mal Münzen dafür, sehe ich gerade. Leute, ist das eine Bonusgalaxie? Das ist jetzt wirklich auch gar nicht gut. Oh, oh, wow. Oh, ich krieg wieder so einen Anfall, dass ich einen Herzinfarkt kriege. Weil es wieder so knapp ist mit dem Leben. Aber es muss ja der letzte Gegner sein, oder? Jawohl. Was? Ein Stern? Really? Leute, das nennt man Glück. Oder so, keine Ahnung, nicht Glück, aber Luck. Doch Glück. Kann es sein, dass das die nächste Mission wäre? Das heißt, ich habe jetzt eine Mission schon im Voraus gemacht. Kann das sein? Ja, komm, ich will diese Galaxie jetzt heute abschließen. Wenn schon zu 100% jetzt. Ja, ich glaube, das war wirklich schon eine Mission vorgegriffen. Vorweggegriffen. Deutsch ist heute eh nicht da, also... Aber das Ziel ist auf jeden Fall noch, ja, das hier zu kriegen heute. Diese Mission hier noch auf jeden Fall fertig zu kriegen. Hallo, ja. Komm her. Jawohl, und jetzt... Oh, noch nicht wegmachen. Ja, auf jeden Fall Sternpfeile. Ich glaube, dazu muss ich jetzt nichts mehr sagen. Ich wasche jetzt auch ein bisschen mehr durch. Ja, Leute. So, und durch das Glas. Was sind das eigentlich für Sterne? Oh. Okay, warte. Okay, es klingt bedrohlich. Kommt man hier nicht rauf. Ih, Spinnen. Ich mag keine Spinnen. Hilfe, ich hänge fest. Ziele mit dem Teil auf mich und ziehe mich von dir oder berührt den Bildschirm. Hauptsache, du befreist mich. Oh nein. Leute, ich sehe es schon kommen. Das wird... Sechs Limpels. Okay, ja. Tschüss. Aber wenn man einmal verfehlt, ist man dann nicht komplett weg. Davor habe ich ja... Oh mein Gott, danke für die Sequenz. Oh nein. Doch, Miniboss.
Aber irgendwie sieht er geil aus. Ich weiß nicht mal, was ich machen muss, leider. Ah, ich muss auf diese Augen ziehen, kann das sein? Denke ich jetzt mal. Und jetzt auf ihren Hintern, kann das sein? Ja, das heißt, es ist wirklich so ein Art Mini-Boss. Das ist. Hallo, komm! Ich glaube, ich sollte diese Teile gar nicht zerstören, oder? Muss ich jetzt die Hinterteile zerstören oder nicht? Ja, Scheißdreck. Was ist das für eine Scheiße? Danke. Zerstört zwei gleich. Ich kann aber leider nur einen zerstören, das war geil, aber. Ist er jetzt tot? Ja, okay. Ich dachte, ich müsste jetzt alle halt zerstören und deswegen ja. War es falsch. Und die als, ja, als letztes erst besiegen. Ha, geile Sache. Besser als Testball, muss ich sagen. Ja. Es kann sein, dass die One-Ups gar nicht gezählt werden, das heißt, oder? Oder werden die resettet? Das weiß ich im Moment nicht. Wenn die resettet werden, habe ich Glück. Wenn nicht, dann mal schauen. Neue Galaxie. Ein Gourmet. Ein Gourmet-Luma ist auf. Oh nein, oh, oh nee. Aber den werden wir ganz am Ende machen, aber ich werde mal ganz kurz gucken, wie lang, wie viel er braucht. Ja, lala, ja, ich, ja, du bist da und kann ich Sternteile, ich will Sternteile fressen und ich will ganz viele davon. Komm schon, ich will 800, bitte? 400, also. Warte, schon wieder 400? Okay, egal. Leute, wer den nächsten Part von Mario Galaxy nicht verpassen will, soll euch abonnieren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Und wir sehen uns dann bis zum nächsten Part. Ciao, ciao!